Das Triebwerk ist der Hoffnungsträger von der Swiss für Kurz- und Mittelstrecke. Es ist deutlich effizienter, leisliger als herkömmliche Triebwerke in dieser Art. Und für die Swiss bedeutet das einen höheren Gewinn pro Passagier auf diesen Strecken. Wir zeigen euch jetzt, wie die Maschine im Inneren aussieht, wie komfortabel das ist. Und fragen auch Thomas Klür, den CEO von der Swiss, warum das für heute ein ganz besonderer, wichtiger Tag ist. Wir sind hier im Inneren des Flugzeugs und muss sagen, sie sitzen sehr komfortabel auf diesen neuen Sitz. Sie sind sehr leicht, sie sind edel bezogen mit feinstem Leder. Aber das wirklich Erstaunliche ist, wie viel Platz man hier mit den Beinen hat. Das Tischli ist ganz besonders ausgeklügelt. Man kann es nach vorne ziehen und hat hier mit den Knien sehr viel Platz. Das ist so eine Innovation, die man eigentlich bisher aus diesen Maschinen noch nicht kennt. Ebenfalls eine Neuerung gegenüber den herkömmlichen Maschinen, die momentan unterwegs sind, sind die Fenster. Sie sind im Schnitt etwa 10% grösser, was man ganz klar sehen kann. Man hat einen herrlichen Ausblick jetzt hier auf den Hangar, später dann auf die Schweizer Alpen oder aufs Meer. Es ist für das gesamte Swiss-Team ein sehr feierlicher Moment, weil es heißt, dass wir das fortschrittlichste, das modernste Flugzeug in die Flotte nehmen können. Und das ist für uns ein wunderbarer Moment. So sieht sie also aus, die CS100-Maschine von der Swiss. Sehr bequem, sehr effizient, sehr spaziös und vor allem eins, sie ist viel, viel günstiger zum Betreiben als die herkömmlichen Maschinen, die momentan im Einsatz sind. 30 weitere werden folgen und man kann glaube ich sagen, das Reisen wird durch das sehr viel bequemer werden.